Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico und heute gibt es die Einspiel-Session Nummer 3. Los geht's! Nach Einspiel-Session 1 und 2 folgt jetzt der dritte Teil. Diesmal wieder anhand dieser ersten Übung, die wir im ersten Video gebunden gespielt haben, im zweiten Video gestoßen gespielt haben, um die Zunge warm zu bekommen, gibt es jetzt die Variation Nummer 3 dieser Übung. Und diesmal gehen wir bis in den Keller zum kleinen G nach unten und los geht's! Jawohl, gut gemacht. Ihr habt auch gemerkt, dass man bei dieser Übung sehr, sehr locker wird. Das heißt, man kann die Übung auch jederzeit nach dem Üben wieder benutzen, um sich locker zu spielen, um wieder Lockerheit in die Muskulatur zu bringen. Fürs Warm-up geeignet und auch zum Ausspielen nach dem Üben. Es geht weiter zur zweiten Übung. Dieses Mal gehen wir wieder nach oben, auch wieder in F-Dur, damit wir unsere Spur beibehalten. Und wir machen eine Variation aus der Einspiel-Session 1 zweiter Übung. Es geht wieder in F-Dur nach oben, tonleiterartig und nach unten. Allerdings nehmen wir eine höhere Geschwindigkeit und beim dritten Mal das doppelte Tempo. Los geht's! Und das war auch schon die zweite Übung unserer dritten Einspiel-Session. Ihr habt gemerkt, wenn es euch zu schnell war, macht die ganze Übung langsamer. War es für euch zu langsam, dann gerne auch nach oben das Tempo erweitern. Überhaupt kein Problem. Wichtig ist immer pusten, die Luft muss nach außen fließen, der Klang muss immer da sein. Wenn mal einer daneben geht, dann ist es eben so. Man spielt jede Bewegung sowieso zweimal. Das heißt, beim zweiten Mal ist die Chance auch da. Trotzdem im Fokus behalten,
Die Töne sollten richtig sein, wenn was passiert. Meine Güte, davon geht die Welt nicht unter. Beim nächsten Mal macht man es eben dann besser. Das war die dritte Einspiel-Session. Bei Fragen, Kontakt unten in der Videobeschreibung. Ansonsten liken und Abo dalassen. Und das war's von meiner Seite. Wir sehen uns. Bis bald und ciao!